herzlich willkommen zum Dinner Bandwettbewerb 2010. Wer gewinnt? Alle selbstverständlich. Es ist für jeden ein Gewinn, hier dabei sein zu dürfen, dabei sein zu können. Finde ich sehr gut und finde ich, sollte standardgemäß eingeführt werden in jeder Großstadt. Und auch in kleineren Städten, sowas wie Weimar und so weiter. Es gibt so viele sehr gute Bands in Thüringen, gerade im Osten. Es ist eine riesige Musikszene, was Rock, was Heavy Rock, was so auch die ganzen 70er Jahre. Das stirbt durch uns nicht aus, das lebt durch uns weiter und ich glaube, das muss auch so weitergehen. Also ich finde es auf jeden Fall klasse, dass alle doch ziemlich professionell hierher kommen, sehr gut vorbereitet sind, dass es keinen gibt, der musikalisch sein Instrument nicht beherrscht oder irgend sowas oder irgendwas spielen will, was er nicht kann. Wie gesagt, Umsetzung ist eigentlich bisher bei allen wirklich okay. Also es gibt natürlich Unterschiede, ist klar. Aber warten wir noch die 2 Tage ab. Aber es gibt auf jeden Fall schon ein paar heiße Kandidaten, ne? Ist klar. Also ich bin total von dem extrem hohen Niveau hier überrascht. Hätte ich nicht gedacht, alle, wenn man so, das sind alles Bands aus der Gegend, aus der Saalestadt, muss ich sagen, dann ist hier Riesenpotenzial. Also das hohe Niveau hätte ich so nicht, definitiv nicht erwartet. Das ist wirklich riesig. Ich dachte eher, es geht so mehr in Richtung Schülerbands und ein paar Sachen so, wo man sagt, muss nicht sein. Aber ich muss sagen, das ist also absolut ganz, ganz weit oben. Bin richtig, also sehr positiv überrascht. Selbst die Punkbands oder so kommen hier gut vorbereitet her. Also, ich meine, das ist nicht unbedingt jetzt, sag ich mal, bei der Musik. Also es gibt ja genug Videos von früher, ne? Wo auch die Sex Pistols nicht besonders gut vorbereitet hingekommen sind, ich sag mal so, ja. Also da gibt's dann schon. Und wir haben 10 Jahre schon Bandwettbewerb. Was sagst du dazu? Total schön. 2000 war ich auch schon mal dabei als Praktikantin von Streetwork und fand es damals schon toll. Und ich finde es echt wieder sehr gelungen bis jetzt. Das ist mein erster Bandcontest hier im Casa. Aber ich finde das grundsätzlich super. Also Bandcontest ist doch eine super Chance für irgendwie junge Bands mal gehört zu werden und irgendwie eine Plattform zu haben, um auch mal zu spielen. Es ist in den meisten Fällen virtuos gespielt und the most important thing ist, die Idee ist da, der Enthusiasmus ist dahinter und Respekt zu allen Leuten, die hier gerade auf der Bühne standen. Wenn man selber Musiker ist, ist das, glaube ich, ein sehr erfüllendes Gefühl, dass man das mal machen kann, auf so einer großen Bühne zu stehen und vor so vielen Leuten seine Musik zu präsentieren. Aber was mich im Moment noch ganz besonders erschüttert, ich denke mal, als Jugendlicher hat man eigentlich was zu sagen oder man möchte was sagen, wenn man Musik macht. Und das kommt für mich irgendwie noch nicht so richtig rüber, nicht richtig raus. Artikuliert sich auch zum Teil darin, dass fast alle eigentlich nur Englisch singen. Und ich habe immer das Gefühl, man möchte nicht direkt verstanden werden und man möchte nichts sagen. Also irgendwie, man hat Angst vor der Reaktion des Publikums, missverstanden zu werden. Und wir haben jetzt gerade eine Zeit, wir haben hier so eine Dinger, Stuttgart 21 zu laufen, der Atomkonsens, Sozialpaket und so weiter und so fort. Betrifft es die Jugendlichen nicht? Wollen die es nicht artikulieren oder was? Also das fehlt mir im Moment. Ein klares Statement irgendwo zu sagen, hey, ich bin jung und ich habe noch mein Leben vor mir und ich will irgendwas was ändern oder ich will irgendwie Leute mitreißen, irgendwie einen Arsch hochzukriegen und nicht nur einfach Hello, I love you, I hate you zu singen und das war's. Und das fehlt mir im Moment noch. Ich hoffe, das kommt noch. Yes.
Also eure Fragen? Für wen seid ihr? Durchfall! Durchfall! Beste Headless. Durchfall ist einfach nur okay. Für Headless. Durchfall! Okay. Gefällt es euch sonst so von der Stimmung? Ja, 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 ist geil. Kommt zwar nicht ganz ans Force Attack ran, aber. Okay, eure Favoriten sind Durchfall, nehme ich an. Also ich fand, ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Band, wie ist sie noch, Big Cheese, die fand ich auch geil, aber war kein Pogo da. Und am Anfang wollte ich auch nicht. Aber Durchfall wird abgehen, wie immer. Gibt's Favoriten? Naja, wenn der eigene Sohn bei Big Cheese spielt, gibt's freilich Favoriten. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und ansonsten, haben Sie die Band eben gesehen? Ja, aber vom Musikrichtung nicht ganz so mein Geschmack. Aber was der eigene Sohn macht, ist schon trifft schon ihren Geschmack. Trifft schon. Ja, wir haben gerade gespielt, aber es war großartig, hat Spaß gemacht. Von welcher Band seid ihr? The Flamin' Shots. Okay, und du hattest Spaß. Ja, ich glaube, man sieht's. Also es war großartig, das Publikum ist großartig, die Bühne ist großartig, der Sound ist fantastisch. Okay, hast du es so erwartet? Ja, wir haben vor 2 Jahren schon mal mit einer anderen Band hier gespielt, also Kaczomadi ist das Glück und ja, meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil. Okay. Ja, will doch nicht. Mit 2 verschiedenen Bands bin ich hier und ja, große Hoffnung mache ich mir nicht, weil schaut mich an, aber. Einmal, ich war schon mal 2004 hier zum Bandwettbewerb und das hat mir damals schon, sag ich mal, sehr viele Perspektiven gezeigt, so wie eine große Bühne sein kann und das fand ich sehr gut halt. Deswegen habe ich dieses Jahr auch wieder Bock, hier wieder mitzumachen. Wie oft bist du aufgetreten beim Jena Bandwettbewerb? Warte mal. Ach nee, 98 ging's los, dann 2000 und 2002. Ich glaube, das war das letzte Mal. Mit welchen Bands? Oh, 98, da hießen wir noch Random, da haben wir den letzten Platz belegt. 2000 war es dann schon Solid. Ich weiß gar nicht mehr den Platz. Und 2002 hießen wir auch Solid. Ich glaube, da haben wir irgendwie, weiß gar nicht, 3. Platz oder sowas gemacht. Keine Ahnung, irgendwie, es war dann auf jeden Fall besser. Und leider das letzte Mal. Ich wollte dann immer eigentlich noch mal im Kassa Schlagzeug spielen. Das hat nur 2002 geklappt, noch mit einer anderen Band, ja. Und heutzutage zu alt. Bist du traurig? Ach nee, ist schön. Ich hab ja meinen Neffen hier. Stolzer Onkel. Der Nachfolger quasi hier, Olli. Warst du zufrieden mit deinem Auftritt? Ja, ich hab's, das was mein Onkel wollte, in die Tat umgesetzt. Nämlich mal Schlagzeug im Kassa gespielt. Die Familienehre gerettet quasi. Ja, ja, schon. Auch nicht das erste Mal. Aber es ist immer wieder schön und man darf gespannt sein, was diesmal für eine Platzierung rauskommt. Und ich finde es gut, dass schon mal eine Frau dabei war. Das finde ich ehrlich gesagt auch allerhöchste Eisenbahn, dass die Frauen mal auf den Vormarsch gehen. Mädels, wo bleibt ihr? Genau. Hier ein Aufruf nochmal für die nächsten 2 Jahre. Mädels, übt fleißig und dann tretet ihr auf. Traut euch. Genau.